Hi Leute, ich bin's wieder. Können wir bitte das ignorieren? Meine ganzen Babyhaare, die ganze Zeit abbrechen, einfach ignorieren. Ich melde mich zurück, weil ich bei Glossybox mal eine Neukundenbox bestellt habe. Die aktuelle Box ist ja mal wieder ausverkauft, leider. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert euch auch mal, was in so einer Neukundenbox drin ist. Deswegen habe ich einfach mal eine bestellt. Die befindet sich einmal hier. Und die werden wir jetzt schnell zusammen öffnen. Wir öffnen die Box. Die kommt ganz normal in diesem rosa Design. Dann machen wir die Box einmal auf. Und dann habt ihr so eine wunderschöne Box. Glossy, welcome to Glossy. Okay, ich bin schon länger Glossy, aber wie gesagt, vielleicht interessiert es euch mal. Dann habt ihr wieder so einen kleinen Flyer, wo ich jetzt nicht reinstecken werde. Und das Ganze kommt mit einem Schleifchen und dem kleinen Kleber, den wir jetzt aufmachen. Okay, das ist eine schöne Box. Ich sehe schon viele tolle Sachen. So, das ist einmal der Inhalt. Und wir haben einmal von Barnigan, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Founded in Stockholm, ein Caring Duschcreme. In Schweden, Hafermilch schützt Cold Cream verschmelzen in einer fliegenden Formel, die normale bis trockene Haut. Okay. Und das sind 400 Milliliter Bottle, habe ich auch bei DM gesehen. Wir schnuppern natürlich. Oh, die riecht gut. Die riecht mega gut. Hafermilch und ja, Produkt Nummer 1, 400 Milliliter Duschcreme. Kein Duschgel, eine Duschcreme, was viel geiler ist, kann man gebrauchen. Nächstes Produkt, Preise, wie gesagt, wieder irgendwo, haben wir von Luvus eine Heilerde. Die habe ich selber schon. Mega gut. Mag ich super gerne mit Hamalis. Sehr empfehlenswert. Könnt ihr auch kaufen und mega Produkt auf jeden Fall. Dann haben wir als kleine, ich denke mal, das ist eine Zusatzbeigabe von Botanicals. So ein Koriander-Stärke-Kur. Die habe ich in groß tatsächlich, weil mir die richtig gut gefällt auch. Auch gutes Produkt. Da haben wir hier so ein kleines Pröbchen und ich weiß, mit dem Pröbchen kommt da auch einige Zeit hin. Könnt ihr ins ganze Haar machen oder nur in die Haarspitzen, um die zu pflegen. Dann haben wir von Nip and Fab, und das ist auch eine teure Marke, ein Glycolic Scrub Fix Exfoliant Glycolic Fix Triple Action Face Polish. Ah, das wird ein Peeling sein. Exfoliating ist doch Peeling, oder? Einmal das hier. Dann haben wir, und die mag ich gerne, von Manakada eine Wimperntusche. Das Bürstchen ist genauso geschwungen wie das hier. Ist ein bisschen friemelig, das immer in die Packung zu kriegen, macht aber einen sehr schönen Schwung und ein bisschen Volumen. Die ist, also ich mag die gerne. Aber ich mag die. Auch ein teures Produkt, das weiß ich. Dann haben wir, da hat man ja den Highlight davon, von Orisa Beauty. Ein Lidschatten, so ein Vierer. Ah, alles noch verschlossen. Ich probiere es für euch. Moment. Einmal so. Und okay. Es hat ein bisschen gebröselt, leider. So neutrale Farben. Einmal ist. Oh, die Fettchen fallen schon ein bisschen raus. Das ist ein bisschen schade. Oh mein Gott, aber die glitzern sehr schön. Ganz leicht gepresst. Ich hoffe, man kann es
sehen, das sind unsere vier Farben. Damit kann man ja arbeiten. Okay, das haut mich jetzt nicht so um, weil die Farben, aber ein Lidschatten. Und was ich gleich entdeckt habe, und ich liebe dieses Ding, ist von Rodale. Und das ist auch schweineteuer. So ein Suede Lips. Lippen und könnte auch als Rouge, glaube ich, ein bisschen nehmen, dass er dasselbe hat. Aber Moment. I'm back. Weil ich habe den schon. Das ist der hier. 2,4 Gramm sind da drin. Und ich mache euch den ein, das ist so eine, also für mich perfekte Farbe. Ich liebe dieses Ding. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Das ist so eine Farbe, so ein Rot. Helles Rot. Bäriges Braun. Man sieht es jetzt leider nicht so gut, aber vertraut mir. Das Ding ist der Shit. So, und das war's schon. Ganz schnell. Einmal, sowas ist in der Neukundenbox. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.